Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um unsere neuen Standortseminare und um unsere neuen Newsletter. Zwei richtig spannende Themen, die wir jetzt ganz aktuell entwickelt haben und ihr seid die Ersten, die davon erfahren dürfen. Gehen wir mal direkt auf unsere Webseite energiewirtschaft-einfach.de. Ihr solltet das hier um mich herum überall sehen. Das ist unsere klassische Unternehmenswebseite mit unserem Portfolio. Ihr kennt wahrscheinlich auch n1.de. Das ist unsere Online-Kursplattform, wo die Online-Kurse, die E-Books, unsere Blogbeiträge, das interne Mitgliederforum und so weiter verarbeitet sind. Das hier ist unsere allgemeine Portfolio-Webseite. Hier gibt es also neben dem Hinweis auf unsere E-Books und Online-Kurse oder anderem jetzt eine ganz unauffällige Meldung, die darauf hinweist, was wir jetzt hier Schönes Neues veröffentlicht haben. Und ich meine es absolut ernst, was hier steht. Regelmäßig Aktuelles, Wichtiges und Spannendes. Ich will hier einen No-Bullshit-Newsletter aufbauen. Ich möchte hier tatsächlich etwas mit Mehrwert für euch als Interessenten, als vielleicht auch potenzielle Kunden, aber vielleicht auch als Fans unseres Kanals ansprechen. Ich möchte euch hier was Gutes bieten. Und zwar eine vielleicht auch wirklich Rückblick auf das, was ist in der letzten Woche im Markt Wichtiges geschehen. Wir haben ja aktuell auch verschiedenste Bewegungen rund um das EEG, rund um Smart Metering, rund um Redispatch 2.0, Marktgebietszusammenlegung und so weiter. Da passiert einiges gerade im Markt und wir könnten das immer mal schön zusammenfassen und ein bisschen einordnen. Und werden dann natürlich auch unsere eigenen Content-Pieces, die dazu passen, unsere eigenen Videos, Podcasts und Blogbeiträge mit verlinken können und sagen können, das ist genau der Ort, wo ihr euch genauer umschauen könntet. Dieser Newsletter wird also auch gerade denen helfen, die nicht unbedingt immer auf Social Media uns folgen können. Also wir haben natürlich bei Twitter, LinkedIn, Facebook und Xing regelmäßig unsere Beiträge, auf YouTube ja sowieso. Aber für manche sind es ja nicht die richtigen Plätze. Dafür gibt es jetzt dieses Newsletter-System. Da könnt ihr einfach mit Name und E-Mail-Adresse euch praktisch eintragen. Keine Sorge, alles selbst gehostet, alles bei uns direkt in unserer eigenen Plattform. Und dementsprechend passiert hier auch nichts mit euren Daten, außer dass wir sie ganz regulär verarbeiten. Ihr kriegt dann wie immer so eine Bestätigungsmail, hey, willst du dich wirklich eintragen? Und dann sagt ihr bitte ja. Und dann kriegt ihr voraussichtlich wöchentlich wirklich hoffentlich spannende Beiträge von uns. Außerdem, wenn man dann so ein bisschen weiter runterscrollt, sieht man so Seminare. Ja, okay, Seminare. Ach, hier stehen plötzlich 10 neue Seminare. Ignoriert mal, dass hier unten Produkte durchgescrollt werden. Hierum soll es erstmal gehen. Wir haben jetzt 10 Standardseminare entwickelt, die im Großen und Ganzen die typischsten Fragen auch praktisch betreffen können. Wir haben bisher ja vordergründig individuelle Seminaranfragen bedient. Wir haben auf Grundlage der Videos Anfragen bekommen, hey, wir sind ein Stadtwerk, hätten gern dieses Thema. Dann haben wir das ja auch so gemacht. Ich glaube aber gerade während der jetzt wieder steigenden Corona-Situation ist es ganz sinnvoll, wenn wir so ein paar Standardseminare einfach anbieten. Das ist ja auch ganz logisch aufgebaut von den absoluten Grundlagen, also sagen wir mal Quereinsteiger und Azubi-Training oder auch einfach nach einer Umschulung zum Beispiel über aktuelle Smart Meter und MSB-Themen, die natürlich immer drängend sind und auch wichtig ist, dass man versteht, was man mit dem Smart Metering-System vielleicht auch vertrieblich machen kann als Wettbewerb. Erblicher MSB. Energiebilanzierung, immer ein wichtiges Thema, bei uns auch schon oft angefragt. Läuft auch auf YouTube fantastisch. Jeden Tag gibt es da richtig viele Abrufe unserer alten Bilanzierungsvideos. Natürlich aktuell EEG 2021 und Redispatch 2.0, da ist viel Bewegung, da muss man auch verstehen, was regulatorisch sich so tut. Da haben wir ganz gute Unterlagen und können das auch mittlerweile richtig gut durchdringen und euch dann dementsprechend auch eine wirklich wertvolle Schulungsleistung angedeihen lassen. Nochmal grundlegende Sachen zur Marktkommunikation. Wie laufen die Prozesse in GBKE, Mabis und Co.? Wie funktioniert dann Edifact und wie ist das im Alltag einfach mit diesen diversen regulatorischen Rahmenbedingungen, die sich ja auch wieder regelmäßig ändern? Zuletzt Marco 2020 und irgendwann geht es ja auch wieder weiter. Energiemarkt und Handel, auch ein typisches Thema, was oft noch missverstanden ist. Da gehen wir vor allem darauf ein, wie der Energiehandel als solcher funktioniert, aber eben auch, wie man das Ganze dann in eine Beschaffungsstrategie zum Beispiel übersetzen kann und wie die genauen Auswirkungen auf dann eben auch den operativen Alltag des Stadtwerks zum Beispiel sich auswirken würden. Anbindung und Energierecht, auch ganz typisch regulatorische Rahmenbedingungen. Wie funktioniert es eigentlich der Marktaufbau in der Energiewirtschaft und was sind die wichtigsten Gesetze, die sich da noch hinter verstecken? Smart City, immer ein aktuelles Top-Thema. Da habe ich auch verschiedenste Einblicke, weil ich auch Co-Sprecher der Arbeitsgruppe Energie und Umwelt in einem durchaus erfolgreichen Smart City-Projekt bin. Und Online- und Content-Marketing, denn wir
kennen uns ja gewissermaßen damit aus, wie man Leute online erreicht und eben auch Vertrauen langfristig aufbauen könnt. Und das wollen wir eben auch gerne hier mit vermitteln und können nicht nur diese Consulting-Leistung anbieten, sondern da auch mal ein zum Beispiel halbtägiges Seminar oder ganztägiges Seminar veranstalten und euch helfen, wie man eine eigene Marketingstrategie aufbaut. Wenn man jetzt hier zum Beispiel drauf geht, nehmen wir mal an, wir gehen auf das Thema IEG 2021, ist immer super spannend. Dann klickt man einfach mal und kommt dann auf eine eigene Seite für dieses spezielle Seminar. Dann werden wir das wirklich immer so ganz kurz zusammenfassen. Ihr müsst nicht lange lesen und verstehen und Absätze durchkämpfen. Worum geht es in dem Seminar? Zwei Zeilen zur Einführung und dann haben wir so maximal 10 Kategorien der Themen, die in diesem Seminar drankommen. Das Schöne ist ja auch, das ist modular. Ihr könnt das auch sagen, ja, wir haben uns jetzt mit den Vermarktungsmodellen, wir haben uns mit Direktvermarktung schon so dermaßen beschäftigt, das interessiert uns gerade weniger. Machen nur die konkreten Änderungen und gehe eher auf den Rest ein oder eben genau andersherum. Ihr seht ja auch hier immer bei jedem einzelnen Seminar den Punkt Themenwünsche. Wir entsprechen schon auch immer noch dem individuellen Wunsch, den ihr hier äußern würdet. Zielgruppe auch immer sehr einfach gehalten. In dem Fall, wer soll Einspeiseprozess und EEG operativ verstehen, der ist für dieses Seminar genau der richtige Teilnehmer. Ob jetzt Grundkenntnisse erforderlich sind oder nicht, werden wir hier dann auch immer jeweils übergeben. Wie lange wird üblicherweise so ein Seminar dauern und wie kann es umgesetzt werden? Natürlich aktuell und auch jedes einzelne unserer Seminare als Online-Seminar immer möglich, aber unter bestimmten Bedingungen theoretisch auch in-house, aber wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen, während die Covid-19-Krise weiterhin so läuft. Wir haben dann auch immer den Standardpreis, den wir für dieses standardisierte Seminar mit auch leichten Abweichungen genauso berechnen würden. Ihr habt dann hier unten aber auch ein Kontaktformular. Und hier wird es dann spannend, weil ihr gebt euer Unternehmen an, vielleicht auch den Namen von euch als Ansprechpartner, dann eine E-Mail, an die das Angebot schon gehen soll, vielleicht nochmal für rückfragende Telefonnummer. Und hier in den Details sagt ihr genau die Agenda von oben oder ein, zwei Änderungen. Und dann könnt ihr sagen hiermit, hey, ich will ein Angebot. Und dann schicken wir bereits das finale Angebot an euch zurück oder ein vorläufiges Angebot an euch zurück. Und ihr könnt damit dann auch durch eure normalen Stadtwerkeprozesse zum Beispiel gehen und damit zum Beispiel dann eben auch zum Einkauf laufen und das da durcharbeiten lassen. Wir werden in Zukunft hier auch noch eine Kalenderfunktion mit reinbauen, wo ihr schon Zeiten reservieren könnt, die wir freigestellt haben für Seminare, für Online-Seminare. Dann geht das Ganze noch ein Stück automatisierter als jetzt sowieso schon. Mein Ziel ist ja auch hiermit, euch die Welt möglichst einfach zu machen, euch den Weg zum Kaufen des Seminars möglichst einfach zu machen und gleichzeitig auch uns den Aufwand zu sparen, den man nicht braucht. Wenn ihr nämlich genau diesen Inhalt dieses Seminars so haben wollt oder nur mit minimalen Änderungen, dann einfach hier Kontaktformular raus, ihr kriegt eine Antwort, dann telefonieren wir auch gerne nochmal miteinander und dann machen wir den Event einfach. So simpel kann es laufen. Wir weisen hier unten dann auch auf unsere Trainer hin. Ihr könnt ja schon mal sehen, ja, das sind jetzt in diesem Fall für dieses Thema zwei potenzielle Trainer, zum Beispiel mein Kollege, der Thomas, der auch hier im Team fleißig mit am Entwickeln unserer diversen Produkte ist und natürlich auch ich, weil ich zu diesem Thema auch aussagekräftig bin. Und dementsprechend könnt ihr dann also schauen, welche Seminare für euch die richtigen wären, wählt die einfach aus, geht da auf den Kontakt und schickt uns einfach die entsprechende Nachricht. Ansonsten in den nächsten Wochen kommen, wie gesagt, ja ein echt paar spannende Sachen, neue E-Books, neue Online-Kurse. Also abonniert den Newsletter, da werdet ihr es zuerst erfahren. Und ansonsten wie immer, na klar, folgt uns einfach auf Social Media, wir sind da überall unterwegs und natürlich auch hier weiterhin. Like das Video, abonniert den Kanal und dann habt ihr auch immer unsere Neuigkeiten mit in eurer Timeline. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen zu all diesen Themen? Gerne auch hier unten in die Kommentare und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.